Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch kurz mal zeigen, wie ihr optisch noch ein bisschen mehr aus eurer PlayStation rausholen könnt. Und dabei ist es, glaube ich, egal, ob PS4 Pro oder normale PlayStation. Ich zeige euch das jetzt auf der normalen PlayStation-Variante. Mein Kumpel Botast, ich verlinke hier mal seinen Kanal, der hat mich darauf gebracht. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Was bewirkt die Einstellung? Die Farben, wenn man die Einstellung getätigt hat, merkt man im Vergleich zu beiden, dass die Farben satter und nicht mehr so, ich sag mal, neblig aussehen. Ich zeige euch gleich optische Beispiele anhand von Black Ops 4. Sieht man sehr, sehr deutlich, wie da der Unterschied ist. Ich zeige euch jetzt erstmal den Vergleich mit und ohne Einstellung, beziehungsweise erst ohne und dann mit und dann nochmal umgekehrt. Da könnt ihr euch dann selber ein Bild machen, ob euch das was bringt oder ob ihr überhaupt einen Unterschied seht. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, wie man das Ganze einstellt. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich denke, ein ziemlicher Unterschied ist festzustellen für die meisten von euch, würde ich mal behaupten. Jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze einstellt. Wir gehen auf Einstellungen. Dann gehen wir ganz hier runter auf Sound und Bildschirm und gehen hier auf Videoausgabe. Die Videoausgabe ist standardmäßig auf automatisch gestellt, beziehungsweise hier die Auflösung. Da gehen wir drauf und stellen das auf 1080p. Wie gesagt, PS4 Pro oder normal ist, glaube ich, scheißegal. 1080p einstellen. Und für alle, die kein HDR-Fernseher haben oder Monitor, bei denen ist der RGB-Bereich nur noch einzustellen. Und danach ändert sich das Bild und das war's für die Leute, die kein HDR-Fernseher haben, schon. Man sieht jetzt schon einen Unterschied. Das switcht jetzt kurz um. Die Einstellungen sind getätigt und jetzt sieht man schon, dass die Farben satter sind. Und mehr muss man eigentlich nicht einstellen, wenn man keinen HDR-Fernseher hat. Hat man einen HDR-Fernseher, kann man das hier noch auf automatisch stellen. Und Deep Color Ausgabe kann man auch noch auf automatisch stellen. Was passiert, wenn man es einstellt und hat nicht so einen Fernseher? Da passiert genau das. Er sagt einem, dass der Fernseher das nicht unterstützt und damit ist gut. Mehr muss man gar nicht einstellen. Das war's im Großen und Ganzen schon. Ist eine relativ simple Einstellungssache. Ich hoffe, euch hat das kurze, knappe Informationsvideo gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Auch ein Abo, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.